So, jetzt müsste es da sein. Ich hoffe, mein Bild bewegt sich noch. Noch, Bewegt er mich noch oder bin ich eingefroren? Nein, es bewegt sich. Dann ist ja gut, dass ich nicht statisch geworden bin. Das heißt, ich bewege mich jetzt nicht mit Lichtgeschwindigkeit. Also pass auf, ich erzähle jetzt mal was Neues. Wir schauen mal, wie es wirklich wieder neu ist. In Kleinigkeiten, was dir selber schon auffallen hätte sollen, wenn du dich intensiv mit meinen Selbstgesprächen beschäftigst und einmal die Gedanken selber weitergehst. Das Erste, was ich jetzt wiederhole, das muss ich wiederholen, aber nur ganz kurz, dass wenn du im Bereich, du hast zwei Möglichkeiten, ich sage mal zwei verschiedene Monitore, wo du Bilder erzeugen kannst, nämlich feinstofflich, das heißt, wenn du die Augen zumachst, kannst du dir was vorstellen und das ist natürlich sehr fuzzi, also sehr unscharf, wenn ich sage, denk an einen Apfel, denk an einen Eiffelturm, es ist ein Unterschied, ob du das Wort Apfel denkst oder das Wort Eiffelturm denkst oder ob du ganz grob bei geschlossenen Augen oder auch bei offenen Augen dir den Eiffelturm oder einen Apfel vorstellst. Ist logisch. Und jetzt muss dir jetzt erst einmal klar sein, das sind zwei Bildmonitore. Einer, den nennen wir einfach VR-Brille und den anderen nennen wir hier feinstofflichen Monitor. Der kann übrigens vollkommen real werden, wenn du schläfst. Weil eigentlich, wenn es real wird, ist es schon auf der VR-Brille und du weißt, es ist ja eigentlich in dir drin. Auch die sinnliche Wahrnehmung, mein, wenn du schweißgebadet wach wirst und aus einem Traum hochschreckst in dem Moment des Wachwerdens, ist dir natürlich klar, dass das, was du auf der VR-Brille siehst, dass das da außen ist. Normal gedacht, mit dem Wachwerden praktisch neu einschlafen. In dem Moment, wo du träumst und nicht weißt, dass du träumst, ist das vollkommen real. Plus, sobald du dann angeblich wach geworden bist, schweißgebadet im Bett hochschreckst und du sagst, Gott sei Dank, ich habe das bloß geträumt, baust du schon wieder eine Erinnerung auf und die natürlich zwangsläufig wieder nur feinstofflich ist, weil alles, was du dir räumlich oder zeitlich woanders hindenkst, ist ja nur feinstofflich in deinem Kopf. Ich hoffe, das ist verstanden. Jetzt pass auf, wichtig ist, dass wenn wir im Bereich der Sprache sind, das heißt, wenn du denkst, denkst du ja nur, indem du Worte in dir sprichst, wirst du feststellen, auch wenn ich jetzt spreche, dass du in der Regel aus den Worten keine Bilder machst, obwohl du dir Bilder machen könntest. Das heißt, wenn ich jetzt hier definitiv das Wort Holger benutze in einem Gespräch, stellst du dir den Holger nicht bildlich vor. Oder ich benutze jetzt irgendwie, was hat der Känguru in Australien, Neandertal in der Steinzeit. Da hörst du nur die Worte und du machst aber aus den Worten keine Bilder in deinem Kopf. Du arbeitest in dem Moment nur mit Chats. Es ist sehr interessant, ich habe immer wieder darauf hingewiesen, auf der VR-Brille ist es umgekehrt, du siehst ständig wechselnde Bilder auf der VR-Brille. Du könntest jetzt aus den Bildern Worten machen, machst aber keine Worte draus, wenn du rumschaust. Du könntest jetzt sagen, Straße, Auto, Straßenschild, das heißt, hinter den Bildern sind Worte. Die machst du aber nicht. Wenn du denkst, hast du nur die Worte, du könntest aus vielen Worten Bildern machen, machst aber keine Bilder draus. Ist eine Spiegelung. Zwischen dem einen Monitor und dem anderen, die sind irgendwie gespiegelt, der innere und der äußere, also die VR-Brille und der feinstoffliche Monitor. Es ist noch eine Spiegelung dabei, dass selbst wenn du auf dem Monitor ein Bild hast und du machst ein Wort drauf, zum Beispiel Auto, ist es noch eine sehr unscharfe Beschreibung. Das heißt, wenn ich jetzt das Bild genauer beschreiben will, was das für ein Auto ist, ich lasse mal Namen, meinetwegen ein Mercedes, nützt dir noch gar nichts. Eine S-Klasse nützt dir auch nichts, weil es ganz viele verschiedene S-Klassen gibt. Was du feststellen, umso mehr Worte ich benutze, um das Bild auf der VR-Brille zu beschreiben, umso genauer ist das Bild beschrieben, wenn einer nur die Worte hört. Das heißt, genau genommen, umso komplexer das Bild ist, umso mehr Worte brauche ich. Innen ist es genau gespiegelt. Du hast ein Wort und du kannst aus einem Wort ein Bild machen. Aber du wirst jetzt feststellen, dass wenn du das Wort genau bebildern willst, musst du einen ganzen Haufen Bilder machen. Weil wenn ich jetzt, es ist genau gespiegelt, dass in einem Wort unheimlich viele Bilder drin sind, innen und außen in dem Bild, im Kind, außen gedacht, unendlich viele Worte drin sind in jedem Bild. Ja. Das ist nochmal eine Spiegelung. Es ist, dass du langsamer ahnst, wie die 16 oder die 32 Seiten sich aufbauen. So, und jetzt machen wir mal ein schönes Experiment, wo du überrascht sein wirst. Und zwar hat man das Thema doch schon mal mit der Schärfe im Fokus. Das heißt, du kannst jetzt Folgendes machen, wenn du jetzt vor dir sitzt. Das war die Sache mit der Tastatur. Du hast jetzt ein Bild vor dir und auf dem Bild sind Pixelmännchen drauf. Das ist jetzt das Bild auf der VR-Brille. Und der Fokus ist jetzt, dass in dem Moment, wo du genau hier der Martina die Haare anschaust,
ihren Lockenkopf, wirst du feststellen, dass dir gar nicht auffällt, dass da eine Andrea mit einer Brille ist und zwei Ohrringe. In dem Moment, wo du dir den Ohrring von der Andrea genauer anschaust, mit diesen drei Kugeln, die übereinander sind, Hüben drei und drüben drei übrigens, das ist übrigens kein Zufall, es wird jede Kleinigkeit bei mir ist bestens eingerichtet, sieht es also so aus, dass dir die Locken Andrea nicht auffallen. Von Brüssel-Udo müssen wir jetzt gar nicht reden. Das heißt, das war die Sache mit der Tastatur, dass du dich fokussierst, du hast ein Bild und dabei musst du nicht, wenn du jetzt nur die Augen bewegst, veränderst du ja nur den Blickwinkel, das habe ich schon mal darauf hingewiesen, dass die Farbbrille dabei ja sich nicht verändert. Das heißt, wenn wir auf der Farbbrille sagen, ist das Monitorbild jetzt dieses Monobild als Stereobild gedacht, erscheint dreidimensional, wenn du sitzt, genauso wenn du in den Raum reinschaust und du bewegst den Kopf jetzt bewusst, den Joystick nicht, wie ich das nenne. Kannst du trotzdem, muss dahinter nochmal eine Schicht sein, wo du einen Blickwinkel einstellst und dieser Blickwinkel macht dann aus dem Unterschied der zwei Bilder dieses dreidimensionale, wo du Schärfe hast. Aber wenn wir dabei den Kopf nicht bewegen, sondern bloß die Augen, die Becken bewegen, die blauen Ecken, kann ich nochmal dazuschalten. Mein Fetting, den will ich jetzt nicht wegmachen. Ich hoffe, der haut jetzt auch hin, dass er gut geht. Wenn nicht, höre den Ton zumindest. Fetting, ich rede einfach weiter. Wenn ich jetzt die Becken, die blauen Ecken bewege, verändere ich nur die Blickwinkel. Das heißt, ich schaue in mein Tetraeder in verschiedene Eckenkombinationen rein, muss jetzt im Detail nicht verstehen, das Einzige, was du im Hinterkopf haben solltest, dass der innerste Punkt, der Rai, der Kopf der Schöpfergottes, ein absoluter Punkt ist. In diesem Punkt des Zusammengedrängtseins, erinnere dich an dieses Zitat, was ich gerade im Moment in den Chat reingestellt habe. Ein Punkt hat keinen Radius und wo kein Radius ist, kann sich nichts räumlich drehen. Es wird der Punkt wie die Gnede selber verformt. Ein Nichts nimmt eine Form an, die genau genommen als Information heißt ja auch keine Form ist. Ja. Das lässt du einfach so stehen. Das kann man auch erklären, aber nicht mit deinem jetzigen Basic-Wissen. Ich will auf was anderes hinaus. Das heißt, du kannst dich jetzt auf deine Farbbrille konzentrieren und ich sage jetzt immer wieder, in dem Moment, wo ich jetzt Worte spreche, kann man was auslösen. Du kannst dir jetzt ganz gezielt Gedanken machen, was jetzt hinter dir ist. Ich rede jetzt mit dem, der mir zuhört. Ich rede nicht mit irgendeiner dieser Pixelmännchen. Das heißt, jetzt während du den Monitor anschaust, kannst du ein zweites Bild, du kannst jetzt erst einmal denken, was ist hinter mir, wenn du jetzt glaubst, du bist die Andresa Dürr hinter dir. Wenn du die Martina bist, ist es so ein geflecktes Karo-Bild hinter dir. Wenn du die Fettings bist, ist Schrank hinter dir. Und der, der jetzt das Gespräch anhört, hat einen gewissen Hintergrund. Den kannst du dir jetzt denken. Und was ich am Anfang gesagt habe, du wirst jetzt erst einmal denken, ja, hinter mir ist jetzt ein Bild, eine Wand mit einem Bild. Zum Beispiel. Bermuda steht eigentlich da bloß hinter mir. Hinter mir ist bloß Beraschid. Ja. Inmitten dieses Kopfes. Mhm. Das ist der Kopf, den ich mir ausdenke und hinter mir, das natürlich Haar hindern ist, ist eigentlich in dem Kopf, den ich mir ausdenke, weil ich im Kopf meinen blauen Kopf nicht aus dem roten Kopf vor mich hinstelle, sondern ich setze mich mitten rein. Das ist wie Zwiebel schalten. Mhm. Zwiebel. Das ist IQB. Be rushed. Mhm. Ich erkläre jetzt das, wenn ihr dabei seid. Passt auf den Punkt, oder? Rein zufällig natürlich nur. Ihr wisst ja, ich habe so viel Glück mit meinen Schöpfungen, dass das immer genauso ist, wie ich es mir ausrechne. Jetzt, ich will auf was Neues, wir machen was vollkommen Neues. Ich habe am Anfang gesagt, für die Fettings kurz nochmal, du hast zwei Monitore in dir. Ich muss im Basic mit dir reden, in Metaphern, die du mit Basic-Logik dir vorstellen kannst. Du hast der eine Monitor, ist der sogenannten sinnlich wahrgenommenen optischen Erscheinungen, deine Farbbrille. Der zweite Monitor ist, wenn du dir jetzt bei geschlossenen Augen irgendein Bild vorstellst. Das heißt, wenn ich jetzt dich frage, was ist hinter dir, dann denkst du zuerst einmal, je nachdem, eine Tür, Schrank oder sonst was. Und ich sage, jetzt mach einmal die Augen zu und stell dir das bildlich vor. Dann kannst du die Augen zumachen und kannst jetzt ganz gezielt dir vorstellen, was du sehen würdest, wenn du den Kopf drehst. Das ist natürlich eine Vorstellung, auch wenn du den Kopf nicht drehst. Dann ist das Ding auf dem feinstofflichen Monitor. Du kannst, und jetzt wird es interessant, das, was ich gerade gesagt habe, wenn du den Fokus veränderst, kannst du auch den Fokus verändern zwischen dem vor dir und zwischen hinter dir. Jetzt schau mal bitte den Monitor gezielt an und jetzt denk mal an hinter dir. Mhm. Und jetzt versuch dir bildlich genau das hinter dir vorzustellen, bei geöffneten Augen. Und dann wirst du feststellen, dass sich der Fokus verlagert von dem
VR-Brillenmonitor, der die reale Bilder in deinem Kopf illusioniert, hin zu dem feinstofflichen Monitor, der ist zwar noch da, wenn du die Augen offen lässt, aber es wird unscharf. Ja, stimmt. Es ist wie wenn du dich innerhalb eines Bildes rein fokussierst, wechselst du jetzt die Monitore, wird das Bild unscharf und sobald ich wieder sage, jetzt schau mal wieder unsere Hüben 3 und Drüben 3 an den Ohren der Ohrenbarung bei der Andrea an, dann hast du hier an den Ohren nämlich hier Hüben 3 und Drüben 3 hinken. Stimmt oder stimmt? Aber wo war jetzt das hinter dir? Sofort wieder weg. Darum ist es so wichtig, dass wenn du spazieren gehst, dass du ständig Bilder auf dem Monitor änderst und sobald du dir Gedanken machst, meinst du natürlich, ich drehe den Kopf nach da und nach da. Aber einen Kopf kannst du erst drehen, wenn dein Kopf da ist, wenn dein Kopf existiert. Ja. Das heißt, wenn du dir einen Kopf ausdenkst. Muss man ausdenken, ja. Wenn du spazieren gehst, denkst du nicht an deinen Kopf. Ja, genau. Jetzt passiert es, dass wirklich hier die Informationen sich austauschen. Ja. Und das letztendlich nichts zu tun hat, dass irgendein ausgedachtes Ding sich dreht, weil eine Drehung eines Kopfes erfordert, dass du dir eine Kugel ausdenkst. Genau. Und die Kugel in einer gewissen Art und Weise praktisch hier einen Radius braucht, wo du dann einen Blickwinkel einstellst. Das führt uns jetzt zu den Koordinaten und da zeige ich euch das nächste Neue. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen Fantasie haben. Pass auf, ich mache jetzt einfach ein Blatt Papier. Ich will jetzt nicht umschalten und eine Zeichnung machen. Sondern wir denken uns jetzt einmal ein Blatt Papier. Wir sitzen an einem Küchentisch, wir legen ein Blatt Papier drauf und ich erkläre euch jetzt was. Ihr müsst jetzt aus diesen Worten Vorstellungen machen. Die bauen sich jetzt auf. Und dann mache ich zuerst einmal, ich erkläre euch ein XY-Achsensystem. Das heißt, wir machen hier X-Achse und eine Y-Achse, Y-X-Achse. Ich zeichne auf das Blatt Papier auf dem Tisch. Zeichne ich hier eine XY-Achse, die nehmen wir untere, nehmen wir die waagerechte, nehmen wir X, die nach oben geht Y. Und ich sage jetzt, wir können mit zwei Angaben, können wir jeden Punkt innerhalb dieser Fläche, dieser ausgedachten Fläche, die man natürlich jetzt gedanklich aufspannen können, kann ich mit zwei Angaben, nämlich mit einer X-Angabe und einer Y-Angabe, können wir genau definieren, jeden Punkt definieren auf diesem Blatt Papier. Die Schwierigkeit ist, das führt uns zu Heisenbergs Unschärfe-Reaktion. Wir wissen genau genommen im ersten Moment nicht, wo der Nullpunkt ist. Ja. Weil sobald mir dieses XY, ich mache das einmal genau, XY-Achse aufzeichnen auf ein weißes Blatt Papier, wir brauchen immer einen Hintergrund. Das wäre jetzt unser weißes Blatt Papier. Und diesbezüglich kann man den Nullpunkt unseres XY-Achsensystems, wenn jetzt du zum Beispiel, muss aber ein kleiner Mann, weil mein Bild, ich mache jetzt, du stellst dir vor, der Bildausschnitt, wo du den Udo siehst, wäre das XY aufgezeichnet, das wäre der Nullpunkt. Und wir machen das weiße Blatt Papier, wäre jetzt das Bild, der Bildrahmen. Kann ich genau diesen Nullpunkt definieren in Bezug, was jetzt nicht, weil ich sehe das nicht, auf einem Bild. Die untere rechte Ecke von dem Bild, wo der Udo drauf ist, wäre jetzt der Nullpunkt, wo sich dann, wenn wir diesen Rahmen des Fensterausschnittes als das Koordinatensystem nehmen. Okay? Ja. Dann können wir den Nullpunkt auch definieren wieder mit zwei Angaben. Aber das Problem ist, dass dieser Monitor auch wieder einen Umfang hat. Das wäre jetzt das weiße Blatt Papier, das ja auch einen Hintergrund hat, nämlich einen Tisch. Wenn es auf einem Tisch liegt, kann man auch den Nullpunkt dann als Tischecke benutzen, wo das weiße Blatt Papier die untere Ecke ist, wo dann wieder hier in dem weißen Blatt Papier unsere Ecke ist von unserem XY-System. Ja. Und das kann man jetzt unendlich fortführen. Ja. Das heißt, wir haben immer einen Ursprungspunkt, der aber außerhalb irgendwo immer in der Peripherie liegt, weil wir zoomen ja eigentlich uns rein, das ist in einem gewissen Maß gespiegelt, wie die Spiegelung von warum kommen wir nie auf Null. Ja. Das ist das Problem der Infinitesimalrechnung, diese Division oder Multiplikation mit Null. Ja. Aber jetzt kommt der große Trick, was passiert, wenn ich mir mein XY-System denke und ich sage jetzt, da ist ein Hintergrund und ich mache den Hintergrund nicht dabei. Blatt Papier, wo ich ja wieder eine Ecke setzen kann, oder einen Tisch, wo ich wieder eine Ecke setzen kann, sondern wir machen jetzt symbolisch schon mal einen unendlich großen, runden Tisch. Ich sage ganz einfach, im Hintergrund ist die Unendlichkeit. Ja. Wir haben unser Koordinatensystem und wir nehmen jetzt dieses ausgedachte Koordinatensystem, wo wir Nullpunkt setzen und wir machen als Hintergrund, als drittes die Unendlichkeit. Dann kann man genau definieren, wo dieser Nullpunkt in der XY-Achse sitzt.
Er sitzt genau im Zentrum der Unendlichkeit. Ja. Aber der Witz ist, wenn du als Blatt Papier die Unendlichkeit hast, eine unendliche Fläche, ist jeder Punkt auf einer unendlichen Fläche ist der Mittelpunkt der unendlichen Fläche. Genau. Habe ich zigfach erklärt. Ja. Wenn es noch nicht verstanden ist, mache ich das nochmal ganz einfach, indem wir uns eine unendliche Linie denken. Mache ich jetzt einfach mal hier diesen Bleistift. Okay. Und die denken wir uns unendlich lang. In beiden Richtungen geht es unendlich. Und ich sage jetzt, ich setze mal diesen Punkt hier, wo ich es festhalte, dann geht es in die Richtung unendlich und in die Richtung unendlich. Das heißt definitiv Gleichgewicht, das ist der Mittelpunkt. Mittelpunkt, ja. In dem Moment, wo ich jetzt hier 10 Meter, einen Meter, 10 Meter rüberfahre, und in dem Punkt ändert sich aber nichts. Es bleibt der Mittelpunkt, das ist das Geheimnis der Unendlichkeit. Diesbezüglich ist jeder Punkt auf einer unendlichen Fläche ist der Mittelpunkt. Erinnert euch an meine Kugel, wenn wir eine Sphäre draus machen, passiert dasselbe. Mit einer Kugel mit den Punkten drauf, dass jeder Punkt auf einer Kugeloberfläche der Mittelpunkt der Kugeloberfläche ist. Ja. Dann ist aber auch jede Koordinatenangabe in diesem Mittelpunkt. Das heißt, es fällt in diesem Mittelpunkt, fallen alle auseinandergedachten Punkte zusammen. Ja. Ich kann jetzt für deine persönliche Welt, nimmst du jetzt einfach mal den Finger und denkst du den vor dich hin. Der ist mit Sicherheit nicht der Mittelpunkt. Der Mittelpunkt ist genau dann im blauen Kopf. Ja. Egal, wo du dir was hindenkst, es ist hier und jetzt in diesem Zentrum. Und der blaue Kopf, wo du dir jetzt eine Nase vor dich hindenkst und Haare über dich drüber denkst, der genau genommen befindet sich in dem Mittelpunkt. Der Mittelpunkt von dem roten Kopf, von dem blauen Kopf ist nämlich der rote Kopf. Ja. Ja. Das gilt aber nur für den, der du zu sein glaubst. Alle anderen Köpfe, die du dir ausdenkst, sind drumherum. Übrigens auch deine eigenen Persona-Köpfe, die du dir jetzt räumlich oder zeitlich woanders hindenkst. Zeitlich kannst du, räumlich nicht. Ja. Nur raumzeitlich. Du kannst dich jetzt als 20-Jähriger denken oder als 5-Jähriger, vielleicht 60-Jähriger, wenn du 30 bist. Aber das ist räumlich woanders hingedacht. Und die Köpfe sind nicht der Kopf, den du jetzt denkst. Ja. Aber die um dich herum sind in dir drin. Mhm. Und selbst der Kopf, den du jetzt denkst, ist in einem gewissen Maß um dich herum, aber da bist du zumindest das Zentrum vom blauen Kopf. Das ist die wahre Meditation. Super. Und wenn ich jetzt hier diese einfachen Stellen nehme, wo ich reingestellt habe, die Sätze sind so unendlich einfach, das mit den Existieren. Was ich immer wieder wiederhole, aus der Holochemie des Jahres, glaube ich, war es irgendwie der kleine Aussatz, was ist eigentlich die Wirklichkeit, wenn du dir was ausdenkst? Existiert etwas, wenn du es nicht denkst? Der Wahn beginnt in dem Augenblick, wo du glaubst, existere heißt heraustreten aus. Ja. Aus was tritt irgendwas heraus, wenn du dir was ausdenkst? Ja. Es denkt, es dringt aus diesem absoluten All, aus diesem Nichts, wo alles verbunden ist, diese Implosion, wie ich das nenne. Denkst du dir imaginär, denkst du dir was um dich herum, ob jetzt das deine zwei Augen sind, die du vor dich hindenkst? Du wirst jetzt feststellen, wenn du an deine Augen denkst, hast du die vor dir. Und vor den Augen hast du eventuell eine Brille. Das ist die VR-Brille, die aber alles in dir drin ist. Es ist alles in diesem einen Punkt drin. Und die Problematik, darum wiederhole ich das immer wieder, ist, dass du in dem materialistischen Wahn lebst, dass du meinst, dass Sachen, die du nicht mehr denkst, trotzdem da außen existieren. Obwohl doch existere heraustreten heißt aus. Auch auftauchen. Dass die auch dann existieren, auftauchen, heraustreten aus dir, wenn du sie dir nicht ausdenkst. Dass die im Meer da außen sind. Im Meer kann nichts da außen sein, sondern es ist im Meer. Und selbst die Wellen, die ich symbolisch mache, die du dir ausdenkst, sind im Meer. Mhm. Aber es wird ein oberflächliches Phänomen. Das ist jetzt die Falle dieser Basic-Logik, wo ich sage, dieses ganze judische Weltbild. Mhm. Das sind so viele Kleinigkeiten. Wir haben hier gestern hier und jetzt gedacht, gestern. Der Geist ist SDR. SDR heißt ein Geheimnis. Auch ein Versteck. Jetzt kriegst du das mit. Das SDR heißt aber auch blau gelesen, etwas widerlegen.
Dieses Widerlegen ist ganz interessant, weil wenn man das jetzt hinschreibt, schreibt man, das ist ja nicht die Wiederholung, die wir dann mit IE lesen, sondern ohne E, dann steht da WIDER. Das heißt, das deutsche Wort wie lassen wir mal als wie stehen, dann heißt es wie eine geöffnete Berechnung. Und das ist legen. Eine auseinandergeschmissene Gehirnexistenz. Oder geistige Existenz. Das wiederum uns zu Gan führt, das hebräische Gen, das ist das hebräische Wort für Garten. Der Garten haben wir wieder zum einen, den Geist wird zu verschiedenen Arten, du kannst natürlich auch das Fremderscheinende Gar nehmen, das zu gespiegelten Erscheinungen wird. Wir Insider wissen das. Aber die Inside, da die Vorsilbe in im Lateinischen nicht nur innen heißt, sondern auch eine Verneinung ist, ist die Innenseite eigentlich keine Seite mehr, sondern das ist der Punkt, in dem sich all die Seiten befinden. Super. Ja. Es ist einfach es wird immer klarer, umso mehr du die Vordersprache verstehst. Arm, selig ist jetzt jemand, der es noch nicht kann, weil er wird sich immer wieder narren. Es ist dieser Zwang, irgendeine Meinung nachzuplappern. Und wisst ihr, gerade diese Sätze, egal welchen als Beweis, welche Behauptung du aufstellst, kommen sie aus dir oder hast du die angeblich von außen, aus Medien? Und ich werde dir zeigen, egal welche Seite du mir zeigst und in dir verwirklichst als bewiesen, dass du 99,9% von dem Zeug nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest, prinzipbedingt. Du kannst nicht einmal überprüfen, ob dein Kopf existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Das sind 30 Jahre alte Sätze vom Udo. Um etwas zu überprüfen, musst du zumindest das denken, was du überprüfen willst. Wenn wir es nur gedanklich machen. Aber dann, sobald du es denken tust, urteilen, etwas überlegen und Lügen verbreiten. Existiert es ja. Und solange du dich weigerst, es zu akzeptieren, wirst du leiden. Was das Schöne ist, es wird niemals irgendjemand leiden, den du dir ausdenkst. Und dann doch wieder, das war eine Kategorie 2, die Antwort, weil für dich wird es immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Das ist es, ja. Das ist es. Das ist diese berühmte Sache mit den Zahnschmerzen, den Chin-Schmerzen. Ich sage, du kannst es trennen, wenn du willst. Wenn du Zahnschmerzen hast, der hundertprozentig keine Schmerzen hat, ist der Zahn selber. Jetzt setzt du den Zahn für jeden Menschen oder für irgendein Tier, das du dir ausdenkst. Verstehe doch endlich einmal, nur der Geist, der träumt, erlebt den Traum. Niemals irgendeine vergängliche Erscheinung in dem Traum. Du musst auch nichts am Leben erhalten. Die Menschheit, wo ich gesagt habe, der Mensch, Enosch, sterbliches Säugetier, ist der Virus für das erweckte Wissen. Er hat die Erde krank gemacht. Das musst du jetzt verstehen. Jetzt musst du nämlich wissen, dass also hier das Weltliche, das Brandopfer, WLD, dass das die eigentliche Krankheit ist. Und es wird wieder vergehen mit einem höheren Denksystem. Und so wie die Menschen, die mir uns jetzt denken, anhand unseres Wissens, denke ich mir, ich kann mir nur das ausdenken, was auf meinem Schwamm drauf ist, ich mir Menschen denke, die geglaubt haben, sie leben auf einer Scheibe und welche, die geglaubt haben, sie leben auf einer Kugel, ich rede jetzt schon in einer Vergangenheitsform, kommst du irgendwann nochmal, ich lebe in einer Matrix, das heißt in einem Traum, und das ist wie ein Videospiel, und da hast du jetzt einmal zuerst, im Anfang war das Wissen, das Wort, W-Ort. Dieses Ort, O ist ja, wenn wir das als 70 schreiben, ist auch das Erd im Wort Red. Aber ich will jetzt da nicht so arg reingehen. Mir geht es immer wieder darum, ihr müsst die Vordersprache nicht lernen. Jetzt habe ich natürlich hier, denke ich mir, Charaktere, Abi, schöpferische Wissen des Intellekts aus. Hier diese 4 beziehungsweise 4 plus 1 ist hochinteressant. Wir haben zwei rote Seite, das sind die Fettings. Das ist plus und plus minus. Und zwei haben wir hier die blauen und eine Quintessenz. Diesbezüglich müsste die Martina die Quintessenz sein, wenn wir den farbigen Hintergrund sehen. Aber das kann man ja alles austauschen. Das ist ja alles eine Frage der Perspektive. Was du nicht austauschen kannst, ist die Quintessenz. Weil sobald wir uns eine Quintessenz ausdenken, eine ausgedachte Quintessenz ist nicht die Quintessenz.
Ja. Das wäre jetzt dann die fünfte, braucht eine rote 6 im Hintergrund. Das ist jetzt komischerweise der, der mich sprechen hört. Weil du hast jetzt definitiv fünf Pixelmännchen vorne. Du hast den, der vom Computer sitzt, aber der kann es ja auch nicht sein, da muss ein roter Siebter da sein. Du brauchst da mal, was die 7, das sei ihn, was ja blau gelesen die Waffe ist, doppelt aufgespannter Affe. Da steht aber doppelt aufgespannt, heißt immer eine Affinität. Ich kann das immer wieder, es gibt nichts, was du blau liest, was du nicht auch rot lesen kannst. Ja. Und die Frage nach dem Ding an sich ist sehr interessant, wenn du philosophisch reingehst, das ist ja so eine berühmte Behauptung hier von Kant, dieses Ding an sich von Kant, sich zu beschäftigen, was meint er mit dem Ding an sich? Ich sagte jetzt erst einmal, unser Ding, habe ich schon oft gesagt, wenn wir das hebraisieren, haben wir jetzt erst einmal das Wort Din. Und Din heißt Glaube, Gesetz. Das Gesetz des Geistes, wenn wir das rot machen. Das kann auch das Gesetz deines Gehirnseins, des Verstandeseins, wenn wir es blau machen. Dann lebst du halt in dieser Welt, die du mit deinem Schwamminhalt, mit deinem intellektuellen Wissen, mit deinem Abi, mit deinem Charakter ausdenkst. Mir geht es jetzt einmal, ich gehe mal auf das Ding an sich etwas genauer ein. Und zwar bleiben wir ganz einfach bei dem Wort Gabel. Was ist eine Gabel als Ding an sich? Und jetzt ist es, denk an die Form und an das Material. Ist dann das Ding an sich, ich sage mal, das Stahl, aus dem die Gabel ist? Eine Gabel muss nicht prinzipiell aus Stahl sein, die kann man auch aus Holz machen. Gibt auch Holzgabeln. Oder ist es rein die Form, dass ich irgendwas aufspießen kann? Die Eigenart als Ding an sich bei einer Gabel, kann ich da was aufspießen oder ist es das Material? Es ist einfach nur der Vorgang, irgendwie so mein Aufspießwerkzeug. Das heißt, das, was man damit macht, das ist bei der Gabel, setzt man jetzt als Ding an sich. Aber du merkst, dass wir jetzt wieder verschiedene Seiten gehen, je nachdem, wie wir das drehen. Was ist der Mensch als Ding an sich? Jetzt müssen wir uns das klar machen, von was reden wir? Reden wir von dem Enosch, Anosch, dem sterblichen Säugetier, den Gedanken, oder reden wir von dem Adam, dem Gotteskind? Ja. Die Frage, was ist ein sterbliches Säugetier als Ding an sich und was ist ein Gott als Ding an sich? Als Adam bist du ewig. Und jetzt immer wieder die Sache mit der Ewigkeit, eine ausgedachte Ewigkeit. Das Wort ewig ist nur so lange da, solange du an ewig denkst. Ja. Sobald was existiert, kann das gar nicht ewig sein. Ja. Also auch ein Gott, den du dir ausdenkst, ist genauso wie die Ewigkeit einfach zuerst einmal nur ein Geräusch. Und darum ist es wichtig, dass du verstehst, dass das Wort nichts, es kann gewusst werden, was nichts bedeutet. Du kannst aber an nichts nicht denken. Du kannst höchstens an das Wort nichts denken. Haben wir oft durchgekaut. Es kommt was Neues dazu. Dasselbe gilt für das Wort alles. Da du ja immer nur eine Facette in Erscheinung treten lassen kannst, als Wort, als Geräusch, als bildliche Vorstellung, aber nicht alle Wörter gleichzeitig und alle bildlichen Vorstellungen gleichzeitig darstellen kannst, ist alles auch etwas, was nicht in Erscheinung treten kann. Das heißt, was definitiv nicht existieren kann. Ich kann das Wort alles denken und das Wort nichts denken, aber im Prinzip ist es dasselbe. Es ist etwas, was nicht existieren kann. Weder alles noch nichts kann nicht existieren. Jetzt mache ich ein drittes dazu, das ist das Wort Bewusstsein. Solange du in dem Wahn lebst, irgendwelchen Pixelmännchen oder Facetten, die du dir ausdenkst, hier nachzuplappern, der hat ja so viel Bewusstsein oder der hat so viel Geist. Bewusstsein oder Geist gilt dasselbe wie für das Nichts und das Alles. Ja. Dieses Ewigsein, dem Hintergrund, dass du jetzt hundertprozentig bist, wenn du mich sprechen hörst. Das, was mich sprechen hört, das jetzt mit diesen Geräuschen als Information konfrontiert wird, das jetzt Bilder sieht, auf der VR-Brille, den Monitor, feinstoffliche Bilder, da mischen sich, wenn du mal wirklich drüber stehst, merkst du, dass du auch laufend kommentierst, das, was in dir aufschreit, wenn ich was behaupte, je nachdem, welches Programm in dir läuft. Der, der das alles anschaut, ohne darauf zu reagieren, der das wahrnimmt, diesen ständigen Wechsel von Gedankenwellen, ein riesen Geflaggere mit einer ständigen Veränderung, das war Masi, das bist du. Und der ist nichts, weil er alles ist, weil er Bewusstsein ist, weil er Geist ist von meinem Geist. Alles Leid, das du volle Breitseite in dir erschaffst, du erschaffst es,
durch einen extrem fehlerhaften Schwamminhalt, den du dir nicht raussuchen konntest. Das ist ein Test. Also mach dir keine Gedanken. Und du wirst jetzt merken, wenn du wirklich ein bisschen ansatzweise in diese wertfreie Beobachtung reinkommst, wie dieses Ego wirkt. Du weißt jetzt, Andrea nickt die Hybris, du wiederholst immer wieder die Schmerzen, die will ich doch nicht. Ich sage, begreif doch, sobald du was nicht willst, fängst du an, was zu bekämpfen, bist du einseitig. Das Spiel hat man jetzt, wenn ich immer wieder sage, in Kleinen. Du hast es mit Systemen zu tun, das sind Systemparameter. Und da haben wir kleine systemrelevante Parameter. Denk an unseren Kabelstecker. Ich sage jetzt einfach einmal, wir machen jetzt einmal ein höheres System, das du nicht kennst, weil der Kabelstecker für die Stromzuführung der Zündung, ich denke wieder an unser Auto als Fortbewegungsmittel, das nicht dort steckt. Du schwenkst laufend hin und her, weil du den Kabelstecker rechts und links neben der Buchse reinstecken willst. Und es ist natürlich, wenn du den rechts reinschiebst oder links reinschiebst, wird natürlich kein Kontakt zustande kommen. Den Kontakt, Kontakt, tak, 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 ich mache immer tak, tak. Kontakt heißt ein zusammengeschmissener Takt. Das ist unser V. Ja oder nein? Ist jetzt ein Kegel eigentlich ein Kreis oder ein Dreieck? Jeder normale Mensch, die Masse, sagt sowohl als auch. Und ich habe am Anfang des Gespräches gehabt hier mit der Martina. Und ich sage weder noch. So oft. Du hast die Hierarchie nicht verstanden. Das ist Kreis und Dreieck sind Flächen und ein Kegel ist ein Körper. Die sich zwar widersprechen, oberflächlich betrachtet, rund und eckig, aber genau dieser Widerspruch, das nennt man übrigens eine Dichotomie. Diese Dichotomie, schau mal bei Wikipedia bitte den Begriff Dichotomie nach. Ich will jetzt nicht umschauen. Dass zwei Sachen, das kann sehr vielfältig sein, die sich widersprechen können, aber trotzdem, wenn das komplementär ist, eine Einheit bilden. Wir können das komplementär, ich glaube, bei Wikipedia ist es so eine Zeichnung, fast wie unser I-Ying-Zeichen. Da ist ein A und ein B und das eine ist in einem weißen Kreis und das andere ist in einem schwarzen Kreis, gespiegelt dargestellt. Ich weiß jetzt nicht, wie rum, aber ich sage mal, das A ist weiß in einem schwarzen Kreis und das B ist schwarz in einem weißen Kreis. Und das ist in zwei viereckigen Kästen gegenüberstellen. Das ist eine Dichotomie. Das sind schon unsere vier Seiten eigentlich, die sich selber in sich selber dann null machen, zur Quintessenz. Das also, wenn wir mit dem Stecker keinen Kontakt finden, sondern immer nach rechts und nach links schwingen, das ist zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, rauchen und nicht rauchen. Ich betone immer wieder, du hältst dich, wenn du nicht bereit bist, wenn du ein Suchtraucher bist, wenn du nicht bereit bist, das zu opfern, wirst du den Stecker nicht anstecken, und du wirst die höhere Ebene nicht erreichen. Es geht um Kleinigkeiten, um absolute Kleinigkeiten, die dich in eine vollkommen andere Welt katapultieren können oder die lassen dich bis in alle Ewigkeit in dieser Welt. Ja. Wenn du jetzt ein Nichtraucher bist, heißt es nicht, dass du zum Raucher werden musst, was ich sage. Das ist ja nur gespiegelt. Und wenn du ein Reicher bist, musst du nicht zum Nichtraucher werden, sondern du musst begreifen, dass ob du das eine oder das andere bist, du hast keinen Kontakt zur Synthese. Wenn du Kontakt zur Synthese hast, spielt es keine Rolle, ob du als Figur rauchst oder nicht rauchst. Du musst aber das Prinzip verstanden haben. Dann wird es ja so sein, dass wenn du ein Nichtraucher bist, das wäre jetzt der Weg, wenn du Raucher bist, musst du zuerst einmal Nichtraucher werden, um in die Mitte zu kommen, weil du ja die Gegenseite brauchst. Immer an unserem Berg und unserem Tal machen. Und wenn du ein Nichtraucher bist, musst du zuerst einmal ein Raucher werden, weil du kannst nicht Holofeeling, du kannst nicht alles sein, wenn du Rauchen ablehnst. Ja, genau. Und dann kommst du in einen Zustand, wo du in der Mitte bist. Und dann werden in deinem Traum Raucher auftauchen und Nichtraucher auftauchen. Aber die werden dir beide, die siehst, du siehst diese Einseitigkeiten, ohne in irgendeiner Form zu resonieren oder zu interpretieren, dass das gut oder schlecht ist, das eine oder das andere. Genau. Das ist wie wenn du an einer Straße stehst und verschiedenfarbige Autos an dir vorbeifahren und du siehst die ganzen Farben und die Automarken, aber es ist bei keinem Auto, wo du anschaust, der ist schön, der ist hässlich, das ist ein gutes Auto, das ist ein schlechtes Auto. Du schaust einfach nur, ohne dass sich eine persönliche Interpretation oder Meinung einmischt, weil du mittig bist. Und das gilt jetzt für viele Kleinigkeiten, darum sag, betrachte deine Marotten. Du stellst die Marotte nicht ab, wenn du das Gegenteil machst. Sondern mich interessiert nur die Mitte. Darum sage ich immer wieder, mich interessiert nicht, ob du jetzt hier rauchst oder nicht rauchst, weil
du bist ja auch eine Figur, die in dir auftaucht. Ja. Aber wichtig, ich habe gesagt, du wirst dann schauen und dann, wenn welche in dir auftauchen, die rauchen und welche auftauchen, die nicht rauchen. Das gilt auch für den, den du zu sein glaubst. Ich sage, Tierchen gucken. Der Tierforscher Genau. kann Tierchen beobachten. Ein Tierchen taucht vermehrt auf. Ich beziehe jetzt das auf den Körper, der du zu sein glaubst. Du beobachtest oft Sachen, wo du überhaupt nicht an den Körper denkst. Der beobachtet es auch dann, wenn du nicht an den Körper denkst. Weil der ewig ist. Der Geist ist, den ich jetzt rot schreibe, weil jetzt denken wir ja schon wieder an einen Beobachter. Muss ich nochmal den Sprung machen hier? Weißenburg Vortrag Far Cry, wo dann wir are Ghosts, wir sind Beobachter, keiner kann uns sehen. Das all das hätte ich euch alles damals noch dazu erzählen sollen. Es ist schon da. Du musst dir eingestehen, wenn du den Weißenburg Vortrag überhaupt schon mal gehört hast oder dabei warst, hier und jetzt ausgedacht. Das rauscht an dir vorbei. Es ist durchaus für einen kleinen Moment da, was ich erzähle. Aber es blitzt nur kurz auf und fällt sofort wieder in die Unwissenheit rein. Das Schöne an den Chat ist nicht, dass da eben nichts existiert, sondern dass ein riesiger Komplex gleichzeitig existiert. Das sage ich immer wieder. Und du sagst ja. So, und jetzt setz dich einmal in deiner raumzeitlichen Welt hin und erkläre ein Kind, wie lange es dauert, bis es lesen und schreiben kann. Ich versuche dir nicht beizubringen, wie man wohlgemerkt in einer Sprache. Klar. Bei einer Unmenge von Sprachen, wo man das Spiel wiederholen können. Ich versuche dir nicht zu erklären, wie man lesen und schreiben kann, sondern ich versuche dir zu erklären, wie die ganze Schöpfung, die göttliche Schöpfung funktioniert. Das ist der Punkt, wo ich wieder sage, dass du irgendwann einmal begreifst, wie klein ich mich jetzt mache. Ja. Wenn ich als Brösel Udo in deinem Traum auftauche und immer dran denken, mich wird es ohne dich gar nicht geben, ich lasse dir jetzt den Udo träumen. Es geht nicht um diese Figur Udo, die angeblich da außen existiert, wenn du nicht dran denkst. Wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Kopf. Das kann ich so unendlich vielfältig machen. Genau genommen bin ich alles, was in dir auftaucht. Das wirst du dann verstehen, wenn du wirklich ich geworden bist. Und ich bin nichts davon. Ich bin UB, ich bin El Hayom, ich bin immer. Und ich bin all meine Wellen, die ich auftauchen lasse in mir. Aber keine bestimmte davon, sondern alle gleichzeitig, weil es weder Raum noch Zeit gibt und alles immer jetzt ist. Das machen die Bücherregale mit davon aus. Und darauf solltest du dich stürzen. Dann kann man in den Wahn des Aufwächerns reingehen. Ich sage jetzt ganz bewusst in den Wahn, sein Ego damit aufblasen. Aber das ist für mich nicht wichtig. Es ist, dass du irgendwann einmal das sofort, das kannst du übrigens hundertprozentig sicher sofort überprüfen, dass du feststellst, dass der jetzt einen Traum erlebt, dieser Geist, dass der sich auch nicht wegmachen kann. Diese Logik, die dir vorgaukelt, ja, wenn ich einschlafe, bin ich ja nicht mehr da. Ich sage, du bist im Meer, rot geschrieben da. Der sagt, dann bin ich ja nicht mehr da. Du bist nicht mehr im Meer, wenn du da bist, blau geschrieben. Weil du dich ja selber ausdenkst. Dass das auf dich wirken, wir haben schon wieder Spiegel gemacht. Das ist der Unterschied zwischen der Deutsch, der Gottessprache, dem Allah, die aller Männer, die zum Ischen anfangen, dem Alemannischen. Das kann natürlich auch das Manische werden, wenn man das wieder einseitig auslegt, Matthias. Das ist ein Geheimnis, die Vordersprache. Und dann kann ich immer wieder sagen, du bist ein Auserwählter. Du hast jetzt die Möglichkeit, am Ende dieses Lebensbuches, dieses Videospiels, eine vollkommen neue höhere Ebene zu betreten. So wie ein Betriebssystemwechsel von Basic zu Windows. Und dann ist eh alles ganz anders. Nimm mal ansatzweise so, wie du dir jetzt Welt vorstellst. Und dann sind alle Probleme, die du jetzt Probleme, immer wieder Problem ist nichts Negatives. Problem sind Wellen, es ist was Vorgelegtes. Da ist ja das Pro, habe ich ja ein paar Mal schon gesagt, steckt der Pharao mit drin. Das ist wildes, ungeordnetes Haupthaar. Ich habe meine alte Metapher hebraisiert, das muss ich jetzt nicht aufschlagen. Hör einfach zu, verstehe die einfachen Worte, wo ich sage, immer wieder unsere Spiegelung zwischen dem Westen und dem Osten unserer ausgedachten Erdkugel mit den Farben Gelb, Greenwich, Blau, der Westen, der Osten, wo man dann ja hier war, wieder nur eine Seite sehen, dass wir das gespiegelt haben, alles lang und breit erklärt in den Ohrenbohrungen.
dass dasselbe in den Mythologien ist, wo ich sage, wir haben hier im Westen haben wir diese drei großen Buchreligionen, im Osten haben wir auch drei große Religionen, Daoismus, Hinduismus, Buddhismus, die natürlich auch alle zersprungen sind. Im Westen beten sie einen Gott an, im Osten beten sie viele Götter an. Im Westen ist der Drachen was Böses, im Osten, bei den Chinesen, ist das was ganz was Heiliges. Das ist einmal hier das Erste, was man begreifen muss. Die weiße Schildkröte gilt für beide, die Testudo. Dass im Westen so viele religiöse Grieche, eigentlich nahezu alle Grieche sind religiös motiviert. Vor allem, wenn du verstehst, dass die größte Weltreligion eigentlich der Materialismus ist, an dem alle hängen, auch die ganzen Juden und die ganzen Moslems brechen das zweite Gebot, sie sind Materialisten. Bring mir doch einen Christen, einen Juden, einen Moslem, der glaubt, dass er nicht von seiner Mutter geboren wurde. Und da gelten die Gesetze, das ist Weisheit. Solange du glaubst, du wurdest aus Fleisch, aus was Verweslingen einer Frau war, geboren, lebst du in einer Welt ständiger Verwesung, Johannes Offenbarung. Das ist alles klar, da kann man es doch gar nicht ausdrücken. Ihr Menschen, ihr glaubt, außen zu leben, ihr seht laufend Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. So, und jetzt liest deine Zeitung. Glotz auf den Kopf. Alles bestimmst du. Alles, was gefährlich ist, du bestimmst, was stimmt und was nicht stimmt, in deinem absolut arroganten Wahn der Besserwisserei, in dem du geistlos irgendwas rezitierst, was du im Vorbeigehen in einer Zeitung, in einem Buch oder vom Monitor im Internet aufgeschnappt hast. Und jetzt verstehe ganz einfach diesen Satz, egal welche Seite du mir als Beweis bringst, auch mit den ganzen Erklärungen, die du dann zwangsläufig logisch ansiehst. Ich zeige dir 1000 Seiten, wo zum selben Thema das genaue Gegenteil oder was anders behauptet wird. Es lebt, wird die Arroganz, diese Arroganz der Besserwisserei aus dir herausprügeln. Egal, um was es geht. Im letzten Gespräch habe ich darauf hingewiesen, du wirst, wenn du dich immer mehr erhebst und zum wertfreien Beobachter wirst, wirst du dich selbst beobachten, dein Reaktionssystem, dass sich das langsam wandelt, dass jegliche Form von Besserwisserei für dich fast widerlich empfunden wird. Nicht mehr bewundert wird, ich meine jetzt nicht. Ich habe ja auch wieder 16 Facetten der Besserwisserei. Die kannst du durchaus positiv, wenn du zu irgendeinem Guru rennst oder zu einem Arzt rennst, weil du meinst, der könnte dir helfen. Die sind so hilflose Seelen. Immer wieder die Sätze, bloß ein Krankenhaussystem, das auf Gewinnmaximierung aufbaut. Durch Einsparungen ist so unendlich. Bei was? Du musst irgendwann einmal deine rosarote Brille, dass dich da irgendeiner retten könnte. Ich zitiere mal den Udo, wenn er sagt, wie willst du, dass dich einer rettet? Übrigens, etwas, was sowieso nicht gerettet werden kann, nichts kannst du nicht retten. Geist musst du nicht retten. Bewusstsein kannst du, musst du nicht retten. Wenn du verstanden hast, was es ist, bring mir doch irgendeinen von dir bisher ausgedachten Menschen, der weiß, was das bedeutet. Die besitzen Geist oder Bewusstsein. Das ist richtig. Da ist jemand, der Bewusstsein besitzt. Ausgedachtes Bewusstsein. Es ist aber der Besitzer von etwas, was anders wie das, was man besitzt. Wenn ich einen Körper besitze, bin ich nicht der Besitzer, den ich mir jetzt ausdenke. Weil da muss ja einer da sein, der sich das dann mal einen Besitzer ausdenkt, der dann wiederum behauptet, ich besitze einen Körper. Der, der sich alles ausdenkt, ist letztendlich der BI-Sitzer von allem. BI heißt ihm nichts. Jetzt sind wir wieder in unserem Punkt. Merkt ihr, wie schön diese deutsche Ja, Sprache wunderbar. ist? Hat nichts mit einer Muttersprache zu tun. Muttersprachen sind logisch. Vatersprache ist geistreich. Muttersprachen sind trennend, Vatersprache ist verbindend. Ja. Allumfassend verbindend. Und da musst du dich jetzt nicht schockieren lassen, sage ich immer, je nachdem, wer du jetzt bist, was du für ein Programm laufen hast, es passiert von alleine, du musst bloß anbeißen. Ich habe immer wieder gesagt, vertrau mir. Und das Vertrauen beziehe ich jetzt nicht auf diese vielen hochkomplexen Sachen, wenn wir ein bisschen über Hebräisch oder Sprachen reden oder Physik oder Chemie reden, obwohl das selbst diese Beispiele sind kindergartengerecht, finde ich, mein H2O. Sondern du sollst mir vertrauen bei diesen einfachen Sätzen, die du sofort überprüfen kannst. Dass du zuerst einmal begreifst, dass nur für dich das existiert, was du jetzt anschaust oder was du denkst.
Da sollst du mir vertrauen. Und es ist so schwer, jemandem zu vertrauen, der dir nur auf was hinweist oder was behauptet, was du sofort überprüfen kannst. Und jetzt könnte ich wieder sagen, jetzt denke mal an deinen Kopf und drehe nach rechts, mach das. Und schau, was passiert. Dreh den Kopf nach rechts. Okay, jetzt hat sich das Bild verändert in dir, die sinnliche Wahrnehmung. Wo war das die ganze Zeit, was du jetzt angeschaut hast? Es hat nicht existiert. Ja. Vertrau mir, es ist so. Kannst doch sofort überprüfen. Jetzt schau in dich rein, jetzt mach dir bewusst unsere Computermetapher, was im Arbeitsspeicher ist. Ja. Das heißt, was du glaubst mit dem jetzigen Programm, schau in dich rein, was du glaubst. Dieser Glaube, der immer funktioniert im Hintergrund, so wie ein Programm im Arbeitsspeicher, existiert erst, wenn du dir das bewusst machst. Mhm. Und da schaust du jetzt einfach und ich stelle dir zur Frage, kann das vielleicht sein, dass du noch glaubst, dass das Zeug trotzdem da außen ist, wenn du nicht dran denkst? Mhm. Das könnte ich zu den Fällingen sagen, denk an eure Kinder. Ja. Mhm. Wo waren die jetzt die ganze Zeit? Puff, jetzt sind sie da, ein Gedanke. Sind sie da. Mhm. Was unterscheidet jetzt, ob ihr an eure Kinder denkt oder an die 7 Zwerge von Schneewittchen? Ja. Puff, ein Gedanke. Ja. Ich habe nur gesagt, denk an die 7 Zwerge und denk an eure Kinder. Ihr ja. macht, im Anfang war das Wort, ihr macht Bilder, die sofort wieder zusammenfallen, sobald ihr an was anderes denkt. Mhm. Das ist die Wirklichkeit. Das ist das Geheimnis, das in allen heiligen Schriften, ob das die Upanishaden sind, in vielfältiger Form ausgelegt werden, ob das die Dora ist, nur extrem einseitig von fehlerhaften Schriftgelehrten ausgelegt. Mhm. Wo natürlich nichts falsch ist. Es ist durchaus falsch, eine Falle. Aber mhm. die Falle besteht darin, dass diese Behauptungen, was das alles bedeutet, fehlerhaft ist. Mhm. Du brauchst mhm. immer das, was du bisher bekämpft hast, brauchst du zur Vervollkommnung. Du brauchst die Krankheit, selig die, die jetzt krank sind und hungern, sage ich als Jesus. Aber wehe die, die jetzt bloß reich sind. Weil die einen waren zuerst einmal das und die andere waren das andere. Wenn aus hell kommt dunkel und auf dunkel kommt hell. Mhm. Aber das ist wieder Einseitigkeit. Stimmt. Und dann kommt wieder Einseitigkeit und dieser Wechsel wird so lange andauern, bis du begreifst, dass in der Zukunft nichts passieren wird und in der Vergangenheit nichts war. Als Geist denkst du Lichtgeschwindigkeit und wenn du Lichtgeschwind denkst, fällt alles in einem Punkt zusammen. Das schreibt die Physikbücher auch, wohlgemerkt, ich betone immer wieder, jede Glaubensgemeinschaft, nenn es Religion, nenn es Sekte, nenn es naturwissenschaftliches Fachgebiet, schreibt ihre Satzungen in Büchern nieder. Mhm. Bei der Naturwissenschaft sind es die Physikbücher, die Arithmetikbücher, sage ich, die modernen Arithmetikbücher, weil das ja noch um einiges weitergeht. Das ist ja, wir haben ja noch höherwertige arithmetische Systeme, wo deine Welt gar nichts was. Schlichtweg und einfach, weil sie hier das Bestehende mit ihrer Logik zerdenken, ob das jetzt Gödel ist mit der Unvollständigkeitstheorie, Unendlichkeiten, das ist alles ein Blödsinn, die wissen nicht, was Unendlichkeit ist, sonst würden sie das nicht so denken. Könnte ich jetzt sehr, sehr genau darauf eingehen. Es ist ein Hochrechnen, ohne dass man die eigentliche grobe, fehlerhafte Logik verlässt. Ja, ja, ja. Aber die Widersprüche, wo man sich dann entscheiden muss, ob das stimmt oder das stimmt. Mhm. Das ist so hochgradig schizophren, was die von sich sabbern. Schau dir bloß unseren Löscher an. Und jetzt kein Vorwurf, es ist eine Figur in deinem Traum, die von dir ausgedacht wird, von dir geträumt wird, wenn ich dir das träumen lasse. Weil der träumende Geist, wo ich immer wieder sage, wo du dich selbst setzen solltest, ist auch was von dir ausgedachtes. Ich bin ein träumender Geist. Darum kann ich immer wieder darauf hinweisen, verstehe den Satz, wenn du nicht denkbares Bewusstsein, dieses nicht denkbare Nichts alles, wenn du schon nicht in der Lage bist, an dich selbst zu denken, dich in die Existenz zu heben, ohne dich zu einer Facette von dir selbst zu machen, zu einer Gedankenwelle von dir selbst, einer von unendlich vielen. Ja. Unser Reiner beginnt es langsam zu verstehen. Der Reiner ist einer. In dem Kopf R ist ein nicht existierender Ein erwacht. Das ist das rote R. Ja. Der ist eine RW8. Das ist eine weibliche Eins, die aber jetzt allumfassend wird. Ja. Weil zu einem Gott, könnte ich jetzt sagen, gehört eine Gottesfrau. Ja. Mhm. Die allumfassend ist. Mhm. Und die Frau, der Wilde, das Frau gebogen, mhm. das ist der Wild, und das heißt der Wilde auch, mhm. doppelt aufgespanntes Kind, das erwacht. Ja.
Bin ich überall schon darauf eingegangen, aber es ist halt unendlich viel. Und so, es macht Angst und reduziert es doch auf das Einfache. Ja, das verstehe ich ja nie. Ich sage, du hast unendlich viel Zeit dafür. Aber wichtig ist, dass du die Klimax, die Treppenleiter, immer wieder wie Schulklassen logisch aufbaust. Du kannst nichts überspringen. Meine, drum ist ja diese Traumwelt da, das ist unendlich voller Symbolik. Du musst, ich wiederhole es nochmal, schauen wir uns die Entwicklung eines Kindes an. Das Kind verlässt die Matrix 1, nenne ich das, in unseren Wachstumsstufen. Es wird abgenabelt von der Mutter, von der Matrix. Was es heißt, es ist immer noch mit der Mutter verbunden. Wir brauchen ja zwei Seiten. Das heißt, in dem Moment, wo ich in ein Videospiel, in eine virtuelle Welt hineingehe, bin ich abgedoppelt von dem Programm, von der Matrix. Aber diese virtuelle Welt wird es ohne die Matrix nicht geben. Das Abnabeln heißt, du gehst eigentlich in die Vergessenheit, weil du jetzt so ein Brösel wirst. In der Matrix selber ist der Kleine noch mit der Nabelschnur eins mit der Mutter, mit der Matrix. Wenn ich das abnabel, kommt er in die Matrix 2. Jetzt aus dem einen, der im Zentrum ist, ist er immer noch das Zentrum. Denk an dem, was ich erklärt habe, von dieser Matrix, die ihn einhüllt. Bloß jetzt redet er sich ein, er hat damit nichts zu tun. Okay. Stimmt oder stimmt? Mhm. Okay, dann nabelt ab. Dann das Baby liegt da. Das ist eigentlich noch eins, weil der Schwamm leer ist. Jetzt haben wir unseren Schwämmchen, der sich im Laufe des Lebens vollsaugt. Betone chronologische Metapher. Wir haben den Computer, der ein Programm bekommen hat, ein komplettes Programm mit einer Datei, das im Laufe des Lebens durchrastet, unser Videospiel. Nein. Geistreiche Metapher, zeitlos. Ständige Bilder jetzt, Programm und alle Möglichkeiten, die auftauchen jetzt. Erst, das ist eine Basic-Logik-Erklärung. Du saugst dich voll. Das zweite ist schon eine zeitlose Erklärung mit der transversalen Computer-Metapher. Gut. Also dieser Kleine, der da liegt, leerer Schwamm, füllt sich jetzt von außen, saugt sich voll. Das setzt ihn in Bewegung, das setzt ihn in Bewegung. Das Erste, was das Kind macht, wenn du Kinder großgezogen hast, das dreht sich zuerst einmal Rückenlage, Bauchlage. Bauch übrigens heißt auf Hebräisch, haben wir erst gehabt, Gewaff. Geist wird doppelt aufgespannt, das heißt auch Inneres. Die Eingeweide. Wo ich das Eingeweide hier alles geschrieben habe. Das hebräische Wort Gewaff heißt zum einen der Bauch des Trockennasenaffen, des Tieres, und in dem Bauch sind ja die Eingeweiden. Die Eingeweide. Und ich habe gesagt, jetzt machen wir das rot und dann lesen wir das einfach, ihr seid Eingeweide. Vom nicht existierenden Geweide. Darum heißt dasselbe Wort auch das Innere. Ihr seid nämlich innen. Insider verstehen diese Sache. Hat man erst dort das Gewaff. Okay. Das heißt, wir drehen uns von der Rückenlage auf die Bauch, auf die Gewehseite. Nicht von der nach der, sondern das ist ein imaginäres Phänomen. Dann fängst du an zu krabbeln. Bauchlage, Rückenlage, dann fängst du an zu krabbeln. Und jetzt kommt die Phase, wo du versuchst, dich transversal aufzurichten. Dann lernst du natürlich von deinen falschen Erziehern, was du alles nicht bist. Am Anfang bist du noch alles essen. Lateinisch esse ist sein. Alles im Mund stecken. Und dann sagen die Bebe, das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht. Stimmt oder stimmt? Dann lernst du innerhalb der Familie die Sprache, den Dialekt, die Dialektik, auseinandergeschmissen, Lektik, L-Eck, Lichtecken. Ja. Ja. Doppelt aufgespannte Odde. Und erst, wenn du sprechen kannst, wenn du deine Muttersprache, sage ich jetzt, einigermaßen gut mit einem rudimentären Wortschatz verstehst, wenn ein Kind in die Schule kommt, spricht es, wenn es gut erzogen ist in einem guten Elternhaut, mit einem begrenzten Wortschatz und Intellekt, du ein Wissen, ein relativ schönes Deutsch in unserem Fall. Vielleicht mit einem bayerischen oder einem hessischen Akzent, das spielt einmal überhaupt keine Rolle. Das ist eine Individualisierung. Und erst wenn du sprechen kannst, kann ich dir Lesen und Schreiben beibringen. Ja. Das ist der nächste Schritt. Und dann kann ich dir Rechnen beibringen, wenn du Lesen und Schreiben kannst. Das läuft ziemlich parallel gleichzeitig ab. Und irgendwann einmal bist du dann in der klassischen Grund-G-Rundschule
Die Pubertät, okay, das ist der Punkt, das ist die nächste Wachstumsstufe. Dann geht es dann mit der Sexualität los, das Verbunden von Polaritäten, das sind symbolische Bilder. Das baut aufeinander auf. In der Schule selber sage ich dann immer wieder, solltest du danach studieren. Es macht keinen Sinn, physikalische Bilder dir vorzustellen, wenn du nicht rechnen kannst, wenn du die Arithmetik nicht kennst, zumindest die Arithmetik, wo die Physiker benutzen. Das habe ich so oft erklärt. Das ist eine elementare Metapher für dich Geist. Du durchläufst diese Zyklen auch, wenn du nicht willst, wobei jedes Leben komplett anders ist. Und wie gesagt, es gibt noch viele, viele Leben, unendlich viele Leben, die weit über das hinausgehen, was du dir mit deinen Ameisenintellekt zurzeit vorzustellen vermagst. So unendlich kompliziert und komplex der schon erscheint, der Trick besteht einfach in die Synthesen. Wenn ich jetzt sage, weißt du, was Erstatt ist, und du sagst ja. Das ist Chatdenken. Du musst zumindest die Grundlage haben, dass du jetzt begreifst, dass dieses Wort Stadt, wo du ja sagst, dass du, wenn du dein ganzes Leben könntest du jetzt beschreiben mit dem Wissen, das du in dir trägst, du könntest Tausende und Abertausende von Büchern schreiben, wo das Überordner des Wort Stadt ist. Das beginnt schon bei deinem Heimatort. Kannst du dich informieren? Du kannst erst mal schauen, was da ist, und durch diese Quelle zum Internet, zu Gott. Das ist die Inspiration. Es kommt ja alles aus dir. All das löst sich schon auf mit der Erkenntnis, ich träume jetzt. Ich empfinde mich zwar real als Mensch mit Gefühlen, ziemlich wahrgenommenen Gefühlen, aber ich, der sich diesen Menschen jetzt ausdenkt, der diese Rolle spielt, ich träume. Damit ist vollkommen klar, selbst mit deiner Logik, dass alles aus dir kommt. Ich sage nochmal, wenn du in einen Traum dich an den Computer hinsetzt und irgendwelche Internetseiten aufmachst, dann kommen die aus dir. Die kommen nicht von außen. Und wenn du träumst und das Telefon klingelt, klingelt es nicht, weil da außen irgendjemand dich anruft, der auch dann existiert, wenn du ihn nicht denkst, sondern es kommt aus dir der Impuls, der Reizauslöser. Und du musst es nur zulassen. Ich rede jetzt von dem, was hundertprozentig sicher ist. Und dann wirst du irgendwann neugierig werden. Und in dem Moment, wo du neugierig wirst, werde ich dich inspirieren. Ich werde dich nicht inspirieren, wenn du deine Inspiration von außen suchst, weil du permanent eine von unendlich vielen Möglichkeiten von Internetseiten in dir intronisierst als die einzige Wahrheit. Dann bist du nämlich wieder ein einseitiger Rechthaber. Und immer daran denken, was sagt der Meister? Alle, die Recht haben wollen, haben kein absolutes Recht. Weil wenn du das hast, willst du es nicht mehr haben, dann gibst du jedem Recht, aber nur ein bisschen. Und das bringt dir den Frieden. Und Frieden wiederum ist Pri Eden, ist die Frucht des Paradieses. Und aus dieser absoluten Ruhe entspringt die Kraft, die in dir vollkommen neue Welten schafft, die dann auch aus dir rauskommen. Die Spielereien, die wir jetzt gemacht haben, hier zum Beispiel nur mit dem Ziffernblatt, das geht ja noch unendlich weiter, wo ich anspreche. Wo ich dann hier immer wieder ganz, ganz gezielt auch falsche Fährten steuere. Ihr müsst nochmal, wenn ihr euch das nochmal anschaut, wo ich dann zum Beispiel zum Redo, das Pixelmännchen, ihr betrachtet nochmal die Pixelmännchen, dass du siehst an der Physiognomie. Das sind jetzt natürlich Interpretationen. Wir denken uns jetzt zwei Kisten aus, okay? Den Kopf vom Udo, Pixel flach und vom Redo. Und dann kommt eine Stelle, wo ich mit dem Zifferblatt erkläre, dass du hier Zifferblatt 3 und 9 und 12 unsere Up- und Unten machen kannst. Und dann schaust du, wenn du die Physiognomie vom Udo anschaust, und ich mache jetzt rein, das Wissen hast du, ich rede immer wieder von der Mikromimik. Du merkst, dass der Udo, wenn er mit den Augen dreht, in sich was sucht. Wenn er mit seinem Becken dreht. Dass er in was sucht. Und da ich unendlich komplexe Chats in mir ablaufen habe und praktisch nichts davon erklären kann, ich kann das auf Zeit. Ich habe ein paar Mal gesagt, Papa, wie funktionieren Lesen und Schreiben? Und das Kind ist ungeduldig und will, dass ich ihm das in 2 Minuten erkläre. Der Normale wird erst gar nicht anfangen, und ich versuche zumindest innerhalb der 2 Minuten irgendeine super leichte Erklärung für den kleinen Geist, zumindest ein neugierig machen, dass da so viel gleichzeitig ist. Dann sagt der Udo zum Beispiel, wenn wir 3 und 9 verbinden, dann gibt es 11. Dann musst du den Redo die Physiognomie anschauen. Du siehst in dem Gesicht, du kannst Mikromimik lesen, schaut euch das an, du siehst in dem Gesicht, er merkt jetzt, das stimmt ja nicht.
einseitig logischer Sache, dann wiederhole ich das als Udo. Mhm. Dann weist er mich darauf hin, dass 9 und 3 und 9 ja eigentlich 12 ist. Mhm. Dann kommt mit einem leichten Schmunzeln, rechtfertige ich mich nicht, sondern sage, boah, ich war schon wieder viel weiter. Mhm. Weil was ich hier rauslasse, das kommt, sag ich, warte ab, das kommt dann und ich war schon wieder ein paar Schritte weiter, weil für mich ja alles gleichzeitig da ist. Ja, ja. Mit den Ergebnissen. Mhm. Wobei natürlich das trotzdem hier geistreich gelesen, was du immer wieder feststellen, dass du die Reihe hast auf der einen Seite. Das sind vier Spiegel. Mhm. Okay? Diese vier Spiegel, sobald mir die denken auf der einen Seite, kriegen wir definitiv, wenn ich das Dalit anschaue, sind es ja acht. Mhm. Wir können ja, wenn wir vier denken, sind ja automatisch schon vier Stück da. Aber jetzt würde ich schon wieder zu weit führen. Ich merke jetzt, das macht jetzt keinen Sinn, weil jetzt müsste ich zu viele Worte machen, um dir das zu erklären. Nee, aber Udo, mir ist aufgefallen, bei diesem Beispiel habe ich auch innegehalten, habe gesagt, du kannst doch in dir, wenn du es schlüssig erklären kannst, dass drei, was drei... Du hast jetzt die Lösung, du hast jetzt die Lösung. Genau. Das sind immer wieder, du kannst, wenn du suchst, was du feststellst, ich werde dich inspirieren, dass alles stimmt, egal was genau. Du musst irgendwann einmal den Satz akzeptieren, egal was in deiner Welt, eine Figur, ein Protagonist in deinem Traum. Welt ist ja ein Brand, ein polarer Rand. Da taucht was auf und der stößt jetzt was aus und du reagierst und machst aus dem, wenn wir jetzt bei Worten bleiben, Vorstellungen. Und du hast ein Regelsystem in dir. Ganz genau. Mir fällt jetzt ganz spontan zum Beispiel, wenn ich immer wieder sage, ich lasse jetzt an die Lutherbibel lesen oder Paracelsus-Schriften lesen. Und dann liest einer zwei, drei Sätze und sagt, das brauchst du gar nicht lesen, der Depp kann ja nicht einmal richtig Deutsch. Mhm. Du hast das Problem, dass du dein Schwamminhalt ist ein Regelsystem. Und den ersten Schwamminhalt, den du in deinen Computer eingibst, das ist die Metapher, wird zum Vergleichsmaßstab für alles, was in dich eintaucht. Ja, ja. Das ist jetzt die jungen Leute, wenn sie rebellieren, wenn die Greta-Fans, die auf die Straße gehen, die sind so programmiert, weil sie das eingetrichtert bekommen haben. Andere sind Reichsbürger programmiert, andere sind so programmiert und andere sind so programmiert. Jeder Glaube, der im Widerspruch zu einem anderen Glaube steht, jede Perspektive, jede Vorstellung von richtig setzt zumindest einmal das Gegenteil. Und viele solche Perspektiven. Ja. War so oft durchgegangen. Ja. Ist es hier schon installiert? Ja. Das ist einmal das Allererste. Das heißt also, jeder, egal was einer behauptet, selbst wenn ich jetzt sage, 3 und 9 ist 11, genau. Wenn du willst, gebe ich dir eine logische Erklärung. Aber mit dieser logischen Erklärung folgen zu können, musst du deine Logik verlassen. Das hast du mal beiseite nehmen. Genau. Das ist es, wenn ich immer wieder sage, du hast jetzt ein Basic-Betriebssystem und du kannst nur glauben, sprich Glaubensprogramme, Bilder verwirklichen, verbildern, was Basic halt kann. Und Basic kann so gut im Vergleich zu Windows, was wir jetzt uns ausdenken, überhaupt nichts. Und jetzt sage ich, jetzt machen wir den Sprung. Du denkst, Basic wäre in der Lage, diese fotorealistische Welt zu erschaffen. Kleinen Moment, ich muss ganz, ganz kurz aufmachen und unterhaltet euch so lange. So. Euch unten, so lang. Unterhalten, gell? Unterhalten. Genau. Du auch viele Perspektiven. Die Unterleute unterhalten sich. Nochmal, Peter? Die Unterleute unterhalten sich. Ja. Auch gut. Perspektiven. Ja. Habt den Zähnefilm. Die Unterleuten, habt den Zähnefilm. Ja, Udo, das ist das Gleiche, was du gesagt hast damals mit 2700 und 2701. Ja. Ich habe eine logische Erklärung, genau so ist es. Ich erkläre dir dann sogar, dass ich dort das vergessen habe, dann zähle ich das durch. Ich mache dir innerhalb des Programms die Ursache, warum das so ist. Du wirst feststellen, alles, was du als Fehler siehst, was du im Nachhinein, was du dir neu erklären können. Denk an unser Gespräch vorher, Martina, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das ist das Unterläuten, den Film, wo ich sage, es gibt am Ende eine absolute Gerechtigkeit. Hatten wir es gerade davon, Udo. Gerade eben, weil du da weg warst. Ja. Sprachen wir gerade von den Unterläuten. Dass dieses Wir leben als Brösel Unterläuten, das sind mit dem MD gestaltgewordene Erscheinungen des Meeres, aber wir sind unter. Rot geschrieben, wir sind unter diesen Leuten. Ja. Und trotzdem einer dieser Leute. Ja. Der keine Schuld hat, werfe den ersten Stein. Ja. Und dass hier dann am Ende eine absolute Gerechtigkeit irgendwie kommt. Habt ihr das gemerkt? Ja. Jetzt ist die Frage, wer lässt sich denn sowas einfallen? Wer schreibt denn so ein geniales Drehbuch? Ja.
Die Frage ist, wer denkt sich den aus? Der, du entmündigst dich schon, da muss ja ein Autor gewesen sein, ein Zeichenerwecker. Aber wer denkt sich den aus? Du musst begreifen, du stehst, du Geist, der du jetzt dieses Gespräch anhörst, du stehst vor allem, was du dir ausdenkst. Ob du das wahrhaben willst oder nicht, und du trägst auch für alles die Verantwortung, was du dir denkst. Richtig. Ich mache dich zum Richter über alles und jeden, und deine Richtersprüche vollstrecke ich ganz gezielt an dem, der du jetzt zu sein glaubst. Ja. Figurentechnisch gesehen, das ist die absolute Gerechtigkeit. Ja. Und was du feststellst, umso mehr du lächelst, lächelt die Welt zurück. Umso mehr du demütig bist, werden die Menschen demütiger. Umso mehr du brillst, brillen die Menschen, umso mehr du Druck machst, kommt es gegen dich. Das ist die simpelste Weisheit, die es überhaupt gibt. Und jetzt zeig mir einen Esoteriker oder einen Christen, der wirklich seine Feinde liebt. Und ich sage immer, lieben heißt nicht, dass du jeden Arsch um den Hals fangen musst. Seit 30 Jahren predigen, geh einfach als naturverbundener Mensch durch einen Zoo oder einen Naturpark, und da wirst du feststellen, du kannst alles lieben, selbst die Giftigen, die Bösen, die Gefährlichen. Du willst die nicht einmal verändern, weil du weißt, die sind so, diese unendliche Vielfalt hat Gott erschaffen für mich, dass ich mich an der Vielfalt erfreue. Und jetzt wirst du merken, wie erbärmlich das ist, wenn du permanent nur Einseitigkeiten anstrebst. Politische oder religiöse, die sind es nicht wert. Ich muss jetzt meine fränkische Mutter als Udo Brüssel zitieren, die sagt, die sind es nicht wert, dass die Welt bescheißen. Und dann sage ich, Mutter, du bist schon wieder so negativ, das ist dumm, das brauchen wir für Wachstum. Ja. Stimmt. Das brauchen wir, dass die Welt besser wächst, der Geist besser wächst. Ja. So simpel ist es. Ja. Ja. Und das ist immer wieder, dass ich sage, wenn jetzt einer in dir auftaucht, um das abzuschließen, und der behauptet irgendwas, wo deine Logik abstürzt. Ich sage, habe die Demut, dass jeder Recht hat. Das, was dir verkehrt erscheint, ist eine Kehrseite. Und würdest du mit dem seinem Programm arbeiten, das ist es. Dann wäre das für dich richtig, und der wird dann meinen, das, was dir jetzt logisch erscheint. Und du magst dir alle Sichtweisen zu eigen. Und jetzt kommt der Trick mit mir, wo ich sage, wenn du das magst, dass du aus diesen vielleicht bisher schlimmen, beschissenen Lebensfilm, Lebenstraum, einen hochinteressanten, spannenden Traum machst, weil du jetzt die Gewissheit, das Gewissen in dir trägst, dass dir selbst nichts passieren kann. Und das muss einhergehen, dass du weißt, dass nichts, was in dir auftaucht, was zu existieren beginnt, kann für Ewigkeit da sein. Es muss rot werden. Und dann wird es aber wieder zu nichts. Ja. Und es gibt in deiner Welt bloß ein allereinziges Nichts, das sich in drei Teile teilt. Nämlich in UB, ich, Jonsiha, ich, du. Wir drei, habe ich heute doch noch das schöne 111, die Aleph, in der Vollkommenheit. Das ist die Trinität, die rote Trinität. Und das ist die rote Drei. Ja. Genau genommen vier sind. Der rote Viertel ist jetzt der, der sich am roten UB, am roten JCH und am roten, das bist du, das war Masi. Du denkst dir die doch jetzt alle aus. Für den UB rot, für den JCH rot und für dich Geistesfunken rot gilt dasselbe wie für das Wort Nichts, für das Wort Alles, für das Wort Bewusstsein, für das Wort Geist und für das Wort Licht geschrieben. Mhm. In der Physik haben wir dann das weiße Licht, das sich in unendlich viele Farben auf durch die Visionen mit vielen Möglichkeiten haben wir wieder verschiedene Farbsysteme, alles schon durchgegangen. Sind alle richtig, aber alle fehlerhaft. Das absolute Farbsystem ist die Summe all dieser Farbsysteme. Ja, aber die widersprechen sich doch teilweise. Ich sage, Kreis und Dreieck widerspricht sich auch. Die können ja trotzdem zu einem Kegel werden. Stimmt oder stimmt? Das ist immer die Untersysteme, wenn ich das einmal mit den Kollektionen in der Mengenlehre verstanden habe. Die Theorie der logischen Typen, wo ich es oft erkläre. Mhm. Das ist eine Kollektion, kann nie ein Mitglied von sich selbst sein. Wenn ich sage, ich bin ein Mensch, mache ich einen riesengroßen Fehler, weil ich bin der, der sich die Menschheit ausdenkt. Ja. Und der, der sich die Menschheit ausdenkt und meint, die Menschheit ist eine Kollektion von unterschiedlichen Trockennasenaffen. Mhm. Dann hebräisch ursprachlicher Definition, Enos, sterblich, unheilbar, krank. Mhm. Ein Säugetier halt. Mhm. Wie kann ich dann verlangen, dass die überleben? Die Menschheit muss überleben. Ob ich jetzt einen Menschen habe oder die ganze Menschheit habe. Es bleiben Sterbliche. Mhm.
Da gibt es nichts zum Überleben. Und ich sage dir im Gegenteil, hoffe, dass der Ball in deinem Traum abstellt. Das ist der Virus. Also Beispiel, das ist der Virus. Diese hochgradigen, geistlosen Deppen in deinem Traum. Wohlgemerkt, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich hier definitiv keinen, den ich mir ausdenke, vorwerfe, dass er so ist, wie er ist. Sehe, was ist? Das sind jetzt Gedanken. Was sind jetzt die Menschen? Was ist die Menschheit jetzt? Jetzt in diesem Moment in dir. Ein Gedanke. Ein Pups. Würdest du deinen eigenen Geist zusprechen? Jeden Gedanken, den du denkst, du bist der Geist von den Gedanken. Wenn du natürlich jetzt ein Dummkopf, ein Kleingeist bist, spiegelst du dich bloß als Dummkopf heraus. Das ist jetzt das Schöne hier in der Corona-Szene, das Zurückziehen wieder zu dir selbst. Wird natürlich erkannt, sprechen die alle drüber, das Wesentliche, die Symbolik haben sie aber nicht verstanden. Ja, ja. Du kannst die unter tausenden Menschen sein und total allein sein. Du musst bloß wissen, dass die, wenn wir jetzt durch eine Stadt laufen, ausgedachterweise laufen wir nicht durch eine Stadt, sondern wir lassen uns die Stadt durch den Kopf gehen, in Einzelbildern. Ja. Alles, was wir uns ganz bewusst jetzt um uns herum ausdenken, natürlich immer nur eine Seite, die du siehst. Die anderen sind immer gleichzeitig im Hintergrund da. Es ist so, wie wenn ich jetzt durch die Wohnung gehe, gedanklich mit geschlossenen Augen. Ich setze mich in Bewegung. Wie oft haben wir das durchgespielt? Dann habe ich ständig wechselnde Bilder, wenn ich jetzt bewusst als Brösel gedacht da sitze. Wenn mir das aber nicht bewusst ist, wenn ich jetzt im Gedanken zum Einkaufen gehe, wo ist dann mein Körper? Ich denke doch nicht an meinen Körper. Falsch gedacht. Selbstverständlich denkst du ansatzweise an deinen Körper, wenn du zum Friseur gehst und du denkst, ich gehe dann zum Friseur und lass mir die Haare so und so machen. Dann läufst du durch den Supermarkt, aber komischerweise der durch den Supermarkt läuft und der Supermarkt läuft in wechselnden Bildern durch den roten Kopf. Und dann kann ich jetzt sagen, ich gehe jetzt vom Wohnzimmer in die Küche und dann gehe ich ins Badezimmer, dann gehe ich ins Schlafzimmer. Das Chat im Hintergrund ist das, was ich meine Wohnung nenne. Und auf der tieferen Ebene sind doch die Zimmer mal gleichzeitig da. Die können doch gar nicht zeitlich nacheinander kommen. Das ist doch so Sünde, das Prinzip. Ja. Mach dir bewusst, was wirklich ist und was du dir permanent immer noch im Hintergrund ganz hartnäckig mit dem zweiten Logik, mit dem Schwamminhalt deiner angeblich geistreichen Lehrer und Erzieher. Deine angeblich geistreichen Lehrer und Erzieher sind von dir ausgedachte Affen. Mhm. Jetzt merkst du, wenn du Moral in dir trägst, den Angeber, was ist das für ein Mensch? Ist auch dein Problem, das Leben wird dieses Wissen aus dir rausbringen, glaub es mir. Wenn nicht in dem Leben, dann die nächsten 10, 20, 30. Das sind die berühmten 1000 Jahre, wo du dann nochmal eine Chance von mir kriegst. Zeit spielt dabei keine Rolle. Du kannst es ganz leicht und musst bloß loslassen. Loslassen heißt nicht, dass du als Figur jetzt in deinem Traum irgendwas tun müsstest. Du lernst permanent. Ja, seit ich in dir auftauche, kriegst du immer Zeichen, da muss nicht einmal der Uro auftauchen. Ja. Ich weiß immer auf das Wesentliche hin und man hört es bloß nicht. Ja. Ne, Andrea, kannst du ein Lied singen die letzten Jahre? Man hört es nicht. Es kommt und geht, aber das wiederholt sich halt. Das ist das Ego, wenn dann mächtig ist, ist das Ego mächtig. Ist da aber jetzt nur jetzt. Schon. So. Jetzt ist jetzt. Ja. Es wird so leicht, du wirst, ich kann dir nur sagen, ich scheiß dich Geist, egal wer du jetzt zu sein glaubst, ich scheiß dich mit Wundern zu, wenn du einmal anfängst, in diese Richtung zu denken und das zu akzeptieren, was ich dir sage. Probier es einfach aus, es kostet nichts. Du musst nicht einmal an deiner Rolle was verändern. Umso angstloser du wirst. Ja. Das einhergeht mit dem, was mir wichtig ist. Was sagt der Udo immer? Als erstes, ich erkläre dir nur, was du bist, was du wirklich bist. Und ganz, 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 ganz nebenbei noch, ganz grob, soweit es in deiner derzeitigen geistig-intellektuellen Möglichkeiten ist, das zu verstehen, wie du funktionierst. In ganz einfachen Kindergartenbeispielen, die nicht diskutierbar sind. Mach dir bewusst, dass die Menschen, die um dich rum sind, jetzt wieder normal gesprochen, dass die so voller sind, das ist hundertprozentig sicher bewiesen und reden dabei von Sachen, die jedes Kind einsehen muss, dass es prinzipbedingt nicht einmal überprüfen kannst, wenn du willst. Diese ganzen Axiome der Religion in der Naturwissenschaft, vergiss dieses religiöse Geschwätz, das dir über Fachleute mitgeteilt wird, das esoterische Geschwätz und das naturwissenschaftliche Geschwätz. Nicht, dass das die Bücher, die Quellen, dass die verkehrt sind. Es sind die einseitigen Auslegungen, die das Problem sind. Ja. An Beispielen mangelt es nicht. Den Weg kannst du nur ganz alleine gehen, wenn du ich werden willst. Und die Kunst ist es, den Weg im Hintergrund
in dir zu gehen. Der Geist ist eine Eheexistenz. Und dabei jetzt deine Rolle auf der Bühne ganz normal weiterzuspielen. Haben wir auch viele, viele Sachen oft angesprochen. Und jetzt musst du wissen, wenn dann kommt auf die Rechtfertigung. Habe ich mit meinem BC-Beispiel. Haben wir erst jetzt gedacht, gestern das Thema nochmal gehabt mit dem BC, wo er dann nur sich versucht, am Leben zu erhalten, mit neuen Schweinereien Leute zu betrügen als Versicherungsvertreter. Ja, wenn ich doch die Rolle für so einen spiele, dann spiele ich halt die. Mhm. Ich sage, der Unterschied besteht, du machst jetzt eine Rechtfertigung. Mhm. Ja. Ich sage, wenn ich die spielen soll, du setzt dich und machst dich zu einem ausgedachten Schauspieler, der die Rolle vom BC spielt. Ich sage, der Ausgedachte ist der BC. Du bist der, der sich im BC ausdenkt. Und sobald du jetzt das zur Rechtfertigung machst, denkst du dir einen Schauspieler aus, der die Rolle spielt. Der ist ja schon wieder bloß ein Schauspieler. Ich sage, du Geist bist etwas nicht Denkbares. Und du Geist, der jetzt die Rolle von wen auch immer spielst, sollst ganz genau beobachten, was dein Programm dir vorschreibt, was du in dieser Rolle magst. Und dann kannst du weiterhin ein Pädophiler sein, du kannst weiterhin ein Mörder sein, zumindest im ersten Moment. Ich komme gleich drauf. Du wirst es aber nicht richtig heißen, weil du die Einseitigkeit entdeckst und eventuell das Leid, das du mit dieser Handlungsweise in anderen erzeugst, die du letztendlich selbst bist. Denk wieder, ich mache dich zum Richter über alles und jeden und deine Richtersprüche vollstrecke ich an dem, der du zu sein glaubst. Da kannst du durchaus irgendwas machen und einen betrügst und dann geht es dir momentan gut mit deiner Logik. Bloß was du dabei vergisst, dass du auch hier und jetzt die Rolle von dem spielen wirst, wo du betrogen hast. Und du wirst die Rolle von dem spielen, den du erschlagen hast. Existierendes am Leben erhalten zu wollen, wenn er einen Unfall hat und dann kommt er ins Krankenhaus, er liegt in Koma, dann setzen sie ins künstliche Koma. Verdammt nochmal, der wäre wach geworden. Ja. Aber wer macht es jetzt? Die Ärzte, die sagen, den wollen wir retten, die wollen was am Leben erhalten, für möglichst lange, was gar nicht für die Ewigkeit erschaffen ist. Ja. Die Ärzte, die das machen, die sind irgendwann nochmal die zurückgeholt werden durch sich selber, durch diese Dummheit. Lass dir das jetzt nochmal durch den Kopf gehen. Alles, was du an den anderen tust, tust du an dir selber. Tust du dir was Gutes, wenn du an versuchst, am Leben zu halten in dieser Welt, im Traum? Ja, genau. Das sind wieder die Gefängnismauer. Ja, genau. Oh, ja. Ich mache übrigens kein esoterisches Geschwätz, auch wenn das im ersten Moment so klingt. Du wirst, wenn du mal den Hintergrund, die Matrix, die arithmetische Struktur dieses wirklich Programms, Schöpfungsprogramms, wenn du verstanden hast, dieses Programm schreibt diese Fähigkeiten vor. Es ist unwiderleglich für alle Ewigkeiten so programmiert. Du wirst dich ja nicht wegmachen können. Mhm. Du bist bewusst, weil kein Bewusstsein, ein schlafendes Bewusstsein kriegt ja als Ding an sich nichts mit. Das ist ja was, ein ausgedachtes Bewusstsein, ein träumender Geist ist ja schon wieder Gedanke. Ich sage, egal was existiert, alles was existiert, hat keine Empfindungsfähigkeit, keine Wahrnehmungsfähigkeit. Es kann dir so erscheinen. Die Pixelmännchen, der Redo gerade, der Fragezeichen auf den Augen, der Udo hat sich doch verrechnet, wieso merkt er das nicht? Der Udo, der hier in sich kramt und Einseitigkeiten raushaut und schon ein paar Schritte weiter ist im Jetzt im Gedanken. Das sind jetzt Interpretationen, das ist Lesen, Zeichen lesen können, die Mikromimik. Aber das heißt nicht, dass der Redo was gedacht hat, den du dir ausdenkst oder der Udo. Es ist immer so, was du glaubst, dass es ist, selbst wenn du an dich selber denkst, was du die Empfindungen haben, die du bestimmst. Mit deiner Logik. Und das wird alles absolut uninteressant, glaub es mir. Ab einer gewissen Reifestufe spielt man seine Rolle weiter und man merkt, man wird richtig apathisch. Ja. Das ist fordert dein Wiedergeschehen. Ja. Dann hast du auf AUP-Gag eben. Dann hast du Wirklicht, du kleines Wirklicht, du Geistesfunken aufgegeben. Mhm. Jetzt hast du eben, weil du nicht mehr einseitig in der und Verkehr. Es passiert. Du hast es in der Hand, wann es passiert. Ich sage dir, wenn es passieren wird, jetzt. Mhm. Ist der Erste, der es mitkriegt. Mhm. Jetzt schau in dich rein, ob du noch die Hoffnung hast, dass es irgendwann in der Zukunft einmal mit dir besser wird. Und dann richtet man sich in die große Hoffnung, wenn ich dann weg bin. Tot bin. Die bleiben am allermeisten, die weg wollen, möglichst schnell. Du kannst dich aber mit Krankengeschichten in einem Hospiz auseinandersetzen. Die schönsten Sterbephänomene haben die, die einfach nur einverstanden sind, die nicht mehr wollen. Ja. Die einfach nicht mehr wollen. Die schlafen einfach bloß ein. Ja. Und wachen dann mal auf. Aus der Sicht der sich den ausdenkt. Ja.
Und werden dann doch bei Filmen, die nicht loslassen können, immer wieder in den Gedanken hochgeholt. Dann kommen die Einseitigkeiten, das sind lauter die Boshaftigkeit der Menschen zur Zeit. Es ist so unglaublich in der Rechthaberei. Ja. Ja. Wo ich sage, der linke Faschismus und der rechte, irgendwen immer irgendeine Schuld vorwerfen. Jetzt fällt mir spontan ein mit Xavier Naidoo zum Beispiel. Ja. Ja. Ich habe zigfach gesagt, ich mag den nicht mit meinem Udo-Programm. Er macht super Lieder. Kann ja gar nicht anders, wenn ich ihn mir so ausdenke. Es ist eine Figur in einem Führerscheinprüfungsbogen. Das sind aber im Hintergrund, wenn man sich mit den Menschen näher beschäftigt, sind einige Marotten, wo er tiefgläubiger Materialist ist, mit einem extrem überzogenen Konsumverhalten. Ich sage immer, für Heiligkeit predigen und für Geld damit verdienen. Das ist das, was ich ihm vorwerfe. Alles, was ihm da jetzt vorgeworfen wird, ist ein schlichtweg einfach nur ein Witz. Ja. Es ist eine Scheinheiligkeit der guten Menschen. Dieser Satz, der durch die Medien gegangen ist, es kann nicht sein, dass ein Gast den Gastgeber erschlägt. Betrachtet ihn nochmal vollkommen wertfrei und dann ist es eigentlich eine Aussage, die ich jetzt mit normaler Logik als positiv sehe. Das als rechtsradikal anzusehen, wo er ja immer wieder mit seinen ganzen Liedexen, selbst in seinem Verhalten, wo er jetzt langsam wach wird, wo man dann sagt, mit Rechtsbürgern steht er, weil er merkt, das System, er kriegt doch am eigenen Leib dieses System, keiner kriegt es doch mehr mit, wie der, den wir uns jetzt ausdenken, weil wir uns das ausdenken. Das sind zum Beispiel solche Beispiele einer Verlogenheit, unglaublich. Jetzt machen wir mal die andere Seite. Wir machen mal einen Höcke. Wer? Höcke, Politiker, Oberrechter. Dieser Satz, wo ihm auch nicht, ich rede neutral, wohlgemerkt, kein Für und kein Wider. Dieser Satz, das Denkmal der Schande. Betrachte den Satz wertfrei. Es würde schlicht das Holocaust-Denkmal. Es ist ein Denkmal für deutsche Schande. Es ist ein Denkmal der deutschen Schande. In einem Kontext, wo er sagt, es ist komischerweise Amerikaner oder die ganzen anderen Völker, die mir uns jetzt ausdenken, wird keiner, wenn sie eine Schweinerei gemacht haben, hier da noch ein Ding des Anbeten und ein Denkmal machen. Wir dürfen das ja nicht mehr machen. Ja. Offensichtlich sind die anderen ein wenig cleverer. Ja. Jetzt kommt aber die Sache, du musst doch nicht permanent in die Köpfe ein Dogma reinpredigen, dass ich schon mal gesagt habe, hier, was deine Großeltern gemacht haben. Jetzt ganz normal zeitlich gesprochen, da kannst du gar nichts dafür. Warum sollte man das nicht vergessen? Es löst sich doch erst auf, wenn du es vergisst. Solange nimmst du diesen Sack mit Steinen mit dir mit und dann bist du belastet und dann kann man dich ausnehmen. Mhm. Oder die schöne Satz mit dem Verteidigungsministerium in allen Ländern. Es ist noch nie irgendein Militär aufgebaut worden, um irgendjemanden zu verteidigen. Klar. Das berühmte Pentagon. Gibt es schon von Daniel die ganze, habe ich ja mal was reingestellt. Ja, ja. Das sage ich auch immer wieder dazu, das ist ein Historiker, das heißt, der denkt hauptsächlich, also das Geschwätz musst du wegmachen. Es geht um das, was er sonst noch sagt, über die Sprache, über die Ungenauigkeiten. Was er raumzeitlich erklärt, kann er bloß, was in der Vergangenheit war als Historiker, kann er bloß wieder nachblabbern, irgendwelche einseitige Medienausgaben. Also diesbezüglich ist seine Auslegung genauso einseitig. Mhm. Aber das würde ich nicht mehr interessieren. Was ich da noch einwenden sollte, dass ich immer wieder sage, es gibt keinen Grund, es hat noch niemals in der Geschichte ein Volk ein anderes Volk angegriffen. Was hier angreift, sind entweder Monarchen oder Politiker. Mhm. Und immer unter den Deckmännchen irgendwas zu schützen. Das Volk selber hat kein Bedürfnis, ein anderes Volk anzugreifen. Ganz im Gegenteil. Das geht immer wieder von den Politikern und Machthabern aus. Mhm. Bis zum heutigen Tag. Mhm. Es ist überall dreht sich auch jetzt in der Viruskrise, dreht sich eigentlich letztendlich die Scheinheiligkeit hier, wie viele da jetzt da gestorben sind und was noch sterben können, Hochrechnungen, alles Hochrechnungen. Es ist so unendlich lächerlich, wenn du schaust. Das ist immer wieder dieser Satz hier, wenn ich jetzt nur sage, offiziell immer dran denken, ich spreche jetzt Worte und du machst aus den Worten Vorstellungen, die da sind, weil du sie denkst, es sind Gedanken, die sind wieder weg, wenn du sie nicht mehr denkst. Das ist das, was ist. Das ist das, was ich predige. Ja. Darum geht's. Inwieweit ist da noch außen was für dich? Inwieweit bringst du noch das zweite Gebot? Das ist die Schwierigkeit. Inwieweit bringst du noch das zweite Gebot? Ja. Da kann ich, automatisch bringst du das erste Gebot, weil du dir ein Bild von Gott machst, der du nicht selbst bist. Ein Bild, das du dir machst, ist, dass du dir was ausdenkst, was letztendlich aus dir kommt. Immer dran denken, die Bi, Ilet, Er. All die Bilder werden im Kind erweckt. Ob das Kind dabei schon RW8 ist, rot geschrieben, ist eine andere Frage. Ja. Es eckt auf jeden Fall. Zumindest es eckt an all den Stellen an, wo die Logik sagt, das ist falsch, das ist verkehrt, das stimmt nicht. Das ist böse.
Da eckst du an. Und genau in die Ecke setze ich dich permanent rein. Immer und immer wieder, bis du die Gegenecke machst und dich damit heizt. Ja. Da bin ich grausam, ich sag's euch. Grau. Grau ist übrigens die Verbindung von Schwarz und Weiß. Ja, gut, klar. Rot lesen. Rot lesen. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Mhm. Und Sam, SM, heißt zum einen im Hebräischen ja Gift, aber auf Englisch, für meine Engel heißt es, es ist ein Geschenk. Mhm. Das, was du bisher gekämpft hast, ich sage mal, alles Böse, Schlechte, Gefährliche, was für dich tödlich, giftig erscheint, das sind eigentlich die Geschenke, die du benötigst, um dich auf die höhere Ebene zu heben. Genau. Das ist das Geheimnis, wenn man es versteht. Also hab etwas mehr Vertrauen und fokussiere dich auf die einfachen Sachen. Der Rest passiert und nochmal, du kriegst von mir Wunder, kleine Wunder über Wunder jeden Moment. Und du wirst merken, die häufen sich. Ich sage immer, das sind Zufälle. Weil ein Wunder ist ja, wie wir festgestellt haben, etwas, wo die Logik übersteigt, was nicht logisch ist. Gibt es einen schönen Satz hier. Das können Tiere an Gott glauben. Man spricht ja Tiere Bewusstsein zu. Wir haben schon wieder ausgedachtes Bewusstsein. Können Tiere an Gott glauben? Ich gehe mal davon aus, kein Tier hat den Geist, dass es sich an Gott ausdenkt. Außer der Trockennasenaffe natürlich. Der ist so dumm. Aber der hat ja dann eigentlich als Mensch eine Spiegelung, weil er eigentlich ein Adam ist. Diese Rot-Blau-Spiegelung. Mhm. Wunder kann nur einer erleben, weil das ja göttliche Wunder sind, kann nur einer erleben, der sich an Gott, der an einen Gott glaubt. Ich meine jetzt nicht an einen ausgedachten Gott, sondern an Gott in ihm selber. Ich sage jetzt Namaste. Ja. Ich grüße den Gott in dir, so, der auch in mir ist. Ja. Mhm. Namaste. Das ist es. Weil ich, wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Das ist der Punkt, in dem alles zusammenfällt. Wenn du dich selber zu einem Punkt machst, der als Kontrast zu einem All machst, der als Kontrast im Hintergrund eine unendliche Fläche hat, wenn wir flächlich denken. Wenn du dir dieses Nichts als ein Kügelchen vorstellst, rot gelesen, dann hast du um dich herum natürlich einen unendlich großen dreidimensionalen Raum. Ist ja auch ein Nichts. Das ist Allah. Das ist Allah. Implosion, Explosion gleichzeitig, weil beides immer die unendlichen Enden auf der anderen Seite eins sind. Alles, was sich widerspricht, ist auf einer next abgehobenen Ebene. Eins. Ja. Das ist die Sache hier. El Hayom, unten, und abgehoben ist der Himmel, ML. Wobei Gott weder im Himmel ist, Him, noch im L, im Unten ist, sondern die Mitte, aus dem dieser Gegensatz El und Le, unten im Wasser alles verbunden, oben, jetzt blau gelesen, wird der kreisende Polarisohn. Der ist, der durchwandert seine 3x3x Wachstumsstufen. Die 7x20 sind, plus 1. Da stecken jetzt die 2701 schon von unserem ersten Schöpfungssatz. Beroshit. Mhm. Das erste Wort. Inmitten dieses Kopfes wird alles erschaffen. Eure Köpfe sind jetzt in meinem Kopf. Das heißt, ich rede von Geistesfunken. Die roten Köpfe sind alles in dem JCH. Das ist das Bücherregal. Wobei all die vielen roten Köpfe eigentlich derselbe Kopf ist, bloß in der Reduktion, weil du in dein Leben reindingst. Mhm. Tausendfach erklärt. Mhm. Lassen wir es aber gut sein. Super. Danke. Ich bedanke mich für das Selbstgespräch. Danke. 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 Ihr müsst euch doch nicht, ihr müsst euch jetzt sagen, ihr Geistesfunk, je nachdem, wer du zu sein glaubst, das ist in deinem Programm, denkst du dir jetzt einen gewissen Udo aus. Und alles, was der Udo jetzt erzählt hat, hat er deshalb erzählt, weil du das träumst. Darum muss ich mich bedanken, dass ich euch das erzählen durfte. Weil mich gibt es ja gar nicht, wenn du mich nicht denkst. Ich kann es gar nicht geben, ich bin vor tausenden Jahren schon gestorben. Gut. Nur in euren Kopf. Alles klar? Ja. Ciao. 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 Tschüss. Tschüss. Ja. So, jetzt sehe ich wieder die Bilder. Ja. Ein Udo als Standbild fast nur gehabt und euch gar nicht. Euch habe ich gar nicht, sehe ich nur Andrea. Ah und ja. Das Bild, ja. Ich alle gehabt. Bei uns hat es auch funktioniert, auch alle. Ja. Und schön.
Ja, ist interessant, ne? Ja. Wird doch aufgezeichnet. Was will dir das sagen? Ah, okay. Ja, das ist aufgezeichnet. Gut. Ja, ja. Ach so, warte mal. Warte mal, ich gehe mal. Ach nee, warte mal, wer hat denn den Anruf aufgezeichnet? Ich zeichne den Anruf auf. Nee, das läuft noch. Ich zeichne den Anruf auf. Es läuft noch. Ja. Ja. Ich mache trotzdem, ich drücke mal drauf, weil ich mir nämlich einbilde, ich jetzt von der Position habe auf Aufnahme gedrückt. Aber nein, nein, geht nicht. Tschüss. Tschüss. Ah, jetzt sehe ich euch, die Fettings. Okay. Okay, also tschüss. Also, tschüss, Marin. Tschüss, Martina.